Ja, der kann da mehr, der will unbedingt was tauschen mit uns, was handeln. Ich kann es nicht oder ich könnte schon, ich will aber nicht. Lenfir, weiß ich nicht. Ich habe schon abgelehnt. Auf Von was daher, wartet der Kandamir noch? ja, ich muss noch ablehnen. Deswegen. Ah, Von okay. daher, willkommen zurück bei Siedler von Catan. Ja, genau. Genau. Wo ich mal wieder verliere. Standi. Aber ich darf den Ritter versetzen. Den Ritter? Räuber, meinst du? Den Ritterräuber, Räuberritter. Ja, oder? Hallo, wo ist er denn? Hallo. Warum sehe ich gerade hier das Handelsfenster? Warte mal, was ist los? Bin ich gerade? Nee, du bist. Okay. Ja, aber ich kann nichts tun. Ja, bei mir war gerade auch komisch, so als wäre es ein Fehler. Bei mir ist auf einmal das Handelsfenster einfach hochgegangen. Musst du vielleicht irgendwas ablehnen? Du, ach, Nein, ich hab. du hast acht Karten. Du musst davon vier abgeben. Ach so. Ach, deswegen ist das Handelsfenster hochgegangen. Ich verstehe. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Okay, das ist ja gemein. Das ist ja voll viel, was man hier weggeben muss. Ach, Wie böse. echt? Ja, voll gemein. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Manu. Ja, natürlich. Meine Lehmressourcen. Gut, dass ich noch zwei habe. Echt? Was denn? Ja, zwei Lehm habe ich noch. Ne, ja, passt schon, alles gut. Du hast mir gerade ein Schaf geklaut, ne? Warum klaust du denn nicht bei dem Kandamir? Ich klau immer extra bei dem Kandamir und klau nie bei dir. Du klaust bei mir nichts, weil ich nichts habe. Nee, ich habe bei dir tatsächlich. Du hattest mal mehr Karten als Kandamir und ich habe trotzdem bei Kandamir geklaut. Das finde ich ein bisschen gemein, dass du dann bei mir klaust. Naja. Gut. Mache ich dann nächstes Mal auch. So, ich kann leider gar nicht machen. Mim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 
Oh Gott, du hörst ja hier an Punkten auf. Oh nein. Unheimlich, ja. Der hat wieder zu viele Karten, da muss mal wieder ein Dieb her. Ich hätte ja auch gerne mal Ressourcen. Oh, willst du mal meine Straße lenken, schlagen? Das Ja. geht ja gar nicht. Das kannst du aber vergessen. Sechs? Ja, sechs! Braucht zwar kein Lehm, aber hey. Moment. Allerdings habe ich jetzt so viel Lehm, dass ich das auch. Ich könnte das ja jetzt quasi Dings verkaufen. Du musst irgendwas drücken. Moment Du mal. bist überfordert. Ach, das kann ich doch gar nicht. Von wem kommt das? Von dir? So, wenn es von Kanda mir gewesen wäre. Hättest du es gemacht, oder wie? Nein, dann hätte ich das auch nicht gekonnt. Auch das kann ich nicht. Tut mir leid. Okay, dann anders. Nein, kann ich nicht. Sag Warum doch einfach, denn was du nicht? willst. Da kann ich dir sagen, was ich dir geben kann. Ich will Holz. Ich habe kein Holz. Und Weizen? Nein. Ich habe Und Schaf, ich Erz? habe Stein. Ja, was ist mit Stein? Wirst du da eins abtreten? Für Schaf oder für Lehm? Für zwei Lehm. Mensch. So. Ich meinte für drei Lehm. Hä? Du hast zwei gesagt. Ich meinte aber drei. Nee, ich habe aber nur zwei. Mehr kann ich dir nicht geben, echt nicht. Was ist das? Nee, ich Gegenangebot. kann dir wirklich nicht mehr geben. Ich kann wirklich nur das machen. Okay, dann mach noch mal, dann gebe ich für zweieinhalb. Soll ich einen Lehmbrocken auseinanderhauen? So, Dankeschön. Habe ich wenigstens eine Sache. Ich weiß auch gar nicht, ich krieg nie Erz. Es wird nie eine 4 gewürfelt. Dabei habe ich da zwei Häuschen stehen. Das ist eigentlich auch ein bisschen Muss schade. nicht. Naja, hat nur drei Punkte, also nicht ganz so häufig. Oh, ich versuche mal noch was bei Kandamir. Vielleicht gibt der mir ja dafür. Mal schauen. Ja, nee, hat er auch abgelehnt. Schade. Du hattest ja kein Weizen, ne? Nein. Okay, dann können wir das wegmachen. So, dann. Ja, gut. Kandamir ist dran. Die ist ja immer dran, der Typ. Also. Ich glaube, Kandamir schummelt. Ich glaube auch, ja, das ist der Computer, der schummelt immer. Also wäre witzig, wenn man wirklich schimmeln könnte, weil man sieht ja auch hier das Spielfeld und so. Wäre cool irgendwie, wenn man darauf auch noch achten müsste, dass Spieler nicht schummeln. Na, das fehlt auch noch. Aber irgendwie hätte es was, so, wenn man einfach so hier so eine Ereigniskarte klauen kann oder sowas. Oh, der geht auch auf längste Straße. Ja, ich sehe schon. Ich muss mal wieder verlängern. Oder er will zum Hafen, das könnte auch sein. Aber kriegst du das mit? Das Geräusch kommt immer schon, bevor überhaupt gewürfelt wurde. Das Spiel weiß doch schon, dass dann der Räuber kommt. Jetzt musst du wieder Rohstoffe abgeben. Tut mir leid. Ja, ich habe zu viel leider. Naja, passiert. So. Ja, jetzt habe ich wieder nichts mehr. Schade. Naja. Ich habe noch ein Leben. Och, jetzt krieg ich ein Schaf. Das wollte ich doch gar nicht. Aber wieso hast du es auf die neuen gesetzt? Da ist doch nur ein Häuschen. Ja, weil ich nicht wieder bei dir klauen wollte. Oh, das ist aber süß von dir. Ich weiß. Hast du Holz? nee, tatsächlich gar nicht. Habe ich überhaupt eine Holz? Doch, ich habe eine Holzkarte. Da müsste ich eine 3 würfeln. Habe ich aber nicht. Also, wurde schon mal eine 3 gewürfelt in dem ganzen Spiel jetzt gerade? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch nie Holz bekommen. Ich glaube, ich habe das immer von dir getauscht bekommen. Interessant. Da stehe ich nicht. Das bringt mir nichts. Okay, ich kann. Da ich eh kein Holz habe, dann nehme ich aber das hier wieder. So, vielleicht kriege ich ja da was. Oh, ich habe einen Ritter. Wenn du diese Karte ausspielst, versetzt du den Räuber und stiehlst einem der betroffenen Spieler einen Rohstoff. Ja, na denn? Hallo? Ritter? Geht das gerade nicht? Achso, weil ich die jetzt erst bekommen habe, kann ich die wahrscheinlich noch nicht spielen. Und doch, ich habe da vorhin schon eine Karte so gespielt. Jetzt geh da hin. Ritter, los. Hopp. Ach Mann, denn ich. Wo sollte er denn hin? Zu mir, ne? Nee, ich wollte Kandamir beklauen. Ich beklau immer Kandamir. Das ist ja von mir schon gewohnt. Trotzdem handelt er noch mit mir. Der hat's da nicht so. Oh nein, seine Straße. Ach du Scheiße.
Wenn er jetzt noch eine länger macht, dann hui. Mist. Kack, kann da mir. Wir müssten den unter... Achso, man kann ja nicht unterbrechen, nicht wirklich, oder? Doch, wenn da einer auf die Ecke ein Haus gebaut hätte. Naja. Ja, hätte er Fahrradkette, toll. Achso, ja. Straße vom. Erstmal Würfel. Geht ganz schön lang hier eine Runde, Siedler von Katan. Aber gut, waren echt auch immer so. Die gingen auch immer ewig. Du bist dran. Jo, dann würfe ich mal. Komm, Rohstoffe. Ich habe doch schon 100. Sag mal, ich habe ich mich einmal beschwert und jetzt würfelt man nur noch die 6. Mhm. Furchtbar. Einmal ist gut. ja, kann da mir bitte? Ja, endlich. Ich habe Holz geklaut. Hey. Toll. Und ich habe den Ritter ausgespielt. Das steht da oben jetzt sogar. Ritterkarte ausgespielt. 1. Achso, ich bin immer noch dran. Ja, okay. So, brauche ich gleich mal eine Straße, um mir hier die Straße zu sichern. So, mehr geht nicht. Ich wollte eigentlich mal für ein Haus sparen. Ich hätte einen Bausparvertrag machen sollen. Oh, der hat auch eine Ritterkarte. Oh, gemein. Ernsthaft, der verbraucht seine Ritterkarte für die Wüste? Idiot. Wurst. Ach ja. Toll, darf ich wieder was abgeben, ja. Echt? Wieso? Achso, der rollt mehr. Ach, und da will er auch noch mal tauschen. Weißt du, du kannst mich mal gerne haben. Penner. Was war das? 9? Mist, hab ich nicht. Das war ja noch ein Hauschen. Tja, jetzt brauche ich natürlich wieder Holz. Hat jemand Holz? Hast du Holz? Nein, leider nicht. Ich hab Lehm. Nee. Also nicht Moment, im Moment. Na komm. Eine 3! Ja! Ja, ich hab Holz. Endlich habe ich Holz vor der Hütte. Okay. Gut, dass du das sagst. So, vielleicht kriege ich jetzt auch mal ein bisschen Holz, wenn ich ein Haus stehen habe. Die 9 wird ja scheinbar ein bisschen öfter gewürfelt, glaube ich zumindest. Nee, das ist keine 9. Das ist ein wenig unter der 9. Auch gut, aber... Nein, Kandamir. Nein, Kandamir, keiner will dich. Nee. Huch. Ja, noch mehr Holz, super. So, Moment mal, hier kann ich handeln, ne? Nee, wie kann ich da mal mit der Stadt handeln, da oben? Mit dem Hafen. Mit dem Hafen? Das weiß ich nicht. Ich habe ja so eine noch nicht. Klick mal drauf. Passiert da was? Nee. Oder im Handelsmenü? Hast du da jetzt vielleicht Spielerbank Hafen oder sowas? Ach so, es ändert sich von 4:1 auf 3:1. Ich verstehe. Ich verstehe. Ah, du machst es trotzdem in der Bank quasi dann. Hm, genau. Okay. Gott, Zuschauer, es tut mir echt leid. Immer wenn ich nicht dran bin, dann verschiebe ich hier die ganze Zeit das Brett hin und her. Es tut mir echt leid. Ich habe da so einen kleinen Tick. Kann immer nicht stillhalten bei sowas. Lehm, was? Lehm gegen 3 Erze? Oh nein, jetzt habe ich nicht auf Bank geklickt. Was hast du? Was hast du nicht geklickt? Auf Bank. Was war das gerade? Achso. Ich habe euch angenommen. Ich habe euch das angeboten anstatt der Bank. Ich wollte schon annehmen. War es nicht schnell genug? Nee. Ich war gerade so verwirrt über das Angebot. Aber das bringt mir jetzt auch irgendwie gar nichts. Oder? Du hättest mir auch 3 Erze geben können. Ich weiß. Oh nein, du bist dran. Ich hätte bauen können. Ich doof Kopf. Ja. Yay, Lehm. Wow. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin will.
Will ich überhaupt noch irgendwo hin? Ich weiß auch nicht. Ich bin hier so eingekesselt. So, ich fühle mich hier so ein bisschen bedrängt langsam. Ich habe ja gar keine Häuser mehr. Ach Mist, die sind ja nicht endlich. Ach so, ja, stimmt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass hier gar keine Häuser mehr stehen. Ach Mensch. Na, aber du kannst ja aus den Häusern kannst du ja Städte machen. Ja, aber ich wollte ja noch Häuser bauen, um Rohstoffe zu kriegen. Das ist ja gemein. Ja, okay, dann brauche ich jetzt Straßen. Na, aber du kannst so doch das Haus upgraden zu einer Stadt. Dann hast du ja wieder. Da kann Haus. Ich ja nicht, weil die Stadt ist ja zu teuer. Also ich habe keine Erze und kein Weizen und nichts, weißt du? Ja, aber theoretisch. Ja, natürlich. Ach so, wenn ich die ausbaue, kriege ich wieder die Siedlungsfigur zurück, oder? So verstehe ich das zumindest, ja. Ah, und ich habe gerade Holz bekommen. Yay. Weizen gegen Lehm? Nö. Mm-mm. Gut, dann müsste ich jetzt wirklich mal auf die Städte ein bisschen sparen, ja. Ja. Irgendwie kriege ich nie Erze. Da habe ich sogar ein Erzefeld, aber die 4 wird einfach auch nie gewürfelt. Yay. 12. Oh, da kriege ich sogar auch Lehm. Okay. Das erste Mal, dass die 12 gekommen ist. So, kann ich sonst noch was machen? Hast du noch Holz? Ja, das brauche ich. Achso, nee, ich brauche das eigentlich gar nicht. Gegen was denn? Gegen Erz. Ja. Dankeschön. Yay, ich habe Erz. 1. Jetzt brauche ich noch 2. Das kann ich eigentlich vergessen. Was mache ich hier eigentlich? Hm? Oh, ich baue es einfach mal dahin. Du bist aber auch krass eingekesselt hier überall, ne? Von uns. Ja, leider. Da habe ich hier tatsächlich noch ein bisschen mehr Freiheiten. Hier unten rechts vor allem. 5. Wo ist eine 5? Oh! Achso, ich habe nichts davon. Okay. Ja, ich sollte vielleicht mal keine Entwicklungskarte. Aber die kann natürlich auch Rohstoffe bringen, die Entwicklungskarte. Ah, ist doch schwierig. Aber dann sind wieder alle Rohstoffe weg, die ich für die Siedlung auch brauche. Nee, ist blöd. Das macht nicht viel Sinn. Kann ich nicht. Kann ich nicht? Ja. Ja! Juhu! Dankeschön! Ich kann ja ich brauche immer noch sehr viel. Wann ist das Spiel überhaupt vorbei? Wie viele Runden dauert das denn? 10 Siegpunkte. Ach so! Wie kriegt man die? Das steht doch auf deiner Baukostenkarte. Ach so. Moment. 0 Siegpunkte für Straßen, 1 Siegpunkt für Siedlung, 2 für Städte und Entwicklung, weiß man nicht. Wenn ich hier jetzt gucke. Plus die längste Straße, ne? Da kriegst du ja auch Punkte für, deswegen führst du ja auch im Moment so deutlich. Ich immer. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht genau, wer wie viel hat. Na gut. Okay, dann, bin ich, glaube ich. Ah, komm. Ah, nein. Ah, Mann, ich würde so gerne so eine Entwicklungskarte nehmen, aber dann ist wieder alle Ressourcen für die Stadt weg und das ist auch doof. Komm, ich spare jetzt. Leute, ich spare jetzt so. Toll, noch mehr Holz. Oh Gott, der wird mir gefährlich mit der Straße. Nein! Hat er jetzt eine längere? Noch nicht, okay. Kriegt er von mir auch nichts. Seid ihr beide gleich, ja? Ja, wenn er jetzt noch eine legt, dann ist er länger als ich. Oh Gott. Ich habe hier auch gar nicht mehr so viel. Jetzt hör doch mal auf, Kandamir. Ich gebe dir doch kein Holz, um noch eine Straße zu bauen. Sag mal, spinne ich. Garantiert mache ich das nicht. Der hält uns aber auch für dämlich. Was gibt's? 11. Oh, Weizen. Yay. Du kannst aber gleich noch schön rechts da deine Straße verbinden, ne? Das siehst du schon. Ja, aber ich bräuchte erstmal Holz. Da hätte ich sogar gleich 2 weiter, ja. Das wäre perfekt. Ich verhelfe dir zum Sieg. Ich kann dir eh nichts mehr tun. Hast du Weizen? Ja. Ja. Ich gebe dir ein Holz. Ja. Kann ich auch mit dir. Das geht nicht um. Nee, Moment mal. Na, du kannst ja dann auswählen, wem du es geben willst. Also muss es ja Katna mir nicht geben, selbst wenn er sagen würde, er würde es dir geben, tatsächlich. Also mal. Was? Also, ich will
Was habe ich nochmal gesagt? Ich will ein Weizen, ne? Ja, Weizen gegen Holz. Selbst wenn er jetzt Ja sagen würde, brauchst du ihn ja nicht akzeptieren. Dankeschön. Naja. So kann er mir. Jetzt zeige ich dir mal, wer hier der Straßenbauer ist. Sag mal. So. Der kann natürlich auch noch, ne? Die ganze Küstenstraße, wenn er die entlang legt, dann. Puh. Ja, weil. Oh, schon wieder ein Räuber. Mann. Ich will den gar nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich den auch hinpacken soll. Kandamir, gib was her. Ja, Erz. Wunderbar. So, jetzt erstmal sichere ich hier mein Straßenbauamt. So. Wenn ihr eine Straßen baut, dann bin ich das. Oh, und tatsächlich? Das ist ja schön. Da, ich habe jetzt auch eine Stadt. Toll. Das ist ja schön. Jetzt habe ich nur noch ein einziges Schäfchen, was auf meiner Weide rumsteht. Naja, gleich hast du gewonnen. Alles gut. Ist das schon fast vorbei, weil wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ja, du hast 80 Punkte. Echt? Wo siehst du das denn? Ach, da. Okay, Entschuldigung. Bei 9 ist Schluss? Oder 10? Bei 10. 10. Ja, wie machen wir das jetzt? Spielen wir jetzt noch zu Ende, oder? Ja. Okay. Weil wer weiß, nachher dauert die Folge dann nur 5 Minuten. Das wäre ja auch scheiße. Oder wir spielen jetzt noch eine halbe Stunde. Ja, das kann passieren, klar. Oh, Schäfchen. Schäfchen. Alle kriegen Schäfchen. Toll. Wieso habe ich jetzt nur ein Schäfchen? Ich hatte doch vorher schon ein Schäfchen. Hat mir einer mein Schaf geklaut? Habe ich gar nicht mitbekommen, dass mein Schaf geklaut wurde. Du hast doch nur ein Schäfchen. Ich hatte aber vorher schon ein Schäfchen. Also das irgendeiner hat mir mein Schäfchen geklaut. Keiner klaut hier. Ja, ja. So, was brauchst du denn jetzt, um deine nächste Stadt deine nächste Siedlung zur Stadt zu machen? Alles. Ich kann dir Weizen geben. Warum willst du mir jetzt zum Sieg helfen? Weil ich eh nicht mehr gewinnen kann. Und bevor Kande mir gewinnt, das kann er eigentlich nur noch, indem er jetzt die längste Straße baut und dann auch noch Städte errichtet. Das Problem ist, ich bräuchte wirklich alles. Also. Ich habe nur ein Schaf. Dann gib mir doch einfach. Ach, du hast nur ein Schaf. Ich habe nur ein Schaf. Und du musst ja wenigstens auch Kande mir vom zweiten Platz vertreiben nachher. Also jetzt seid ihr eh gleich auf. Ja, da kann ich nichts machen. Dann kann ich dir nicht helfen. Schauen wir mal, was passiert. 6. Ich habe Lehm. Jetzt habe ich Lehm. Toll. Ja. Sogar 3 Stück wegen der Stadt jetzt. Ah, cool. Ich kann trotzdem nichts machen. Könnten wir Lehm tauschen? Ja, klar. Ja. Okay. Das ist auch Teamwork, Mensch. Hast du noch Erz? Nee. Kante mir möchte nicht? Okay. Moment. Ach nee, was anderes geht nicht. Okay. Habe ich auch nicht. Ich habe nur Schäfchen und jetzt, naja, okay. Lehm. Okay, dann bringt das jetzt nichts. Dann kann ich nichts machen. Eine 4. Wow. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Genau das, was du brauchtest. Ach ja, natürlich. Jetzt kann ich eine Stadt bauen. Tatsächlich. Wenn ich jetzt keinen Räuber würfel, das wäre jetzt natürlich furchtbar, aber. So, ich handle nochmal mit der Bank. Also muss Kandamir ja hier wenigstens auf den dritten Platz verweisen. Also der muss schon wissen, wo er hingehört. Nee, ja, egal. Mach du mal. Seh zu, dass er es endlich hier beendet. Ich will ja. Nein. Oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich kann aber zum Glück Karten weggeben, die mir meine Siedlung nicht weg widerspenstig machen. Achso, ich muss ja den Typen noch irgendwo hinsetzen. Ja, tatsächlich ist es da immer am besten, weil er da seine große Stadt hat. Und ich habe ein Schaf von ihm bekommen. Okay. So, jetzt baue ich eine Stadt. Habe ich sie? Okay. Nee. Moment. Habe ich sie jetzt oder nicht?
Nee, das macht kein. Doch, es macht. Nee. Dahin. Okay, mehr kann ich gerade nicht tun. Warum habe ich dafür jetzt keinen Siegpunkt? Ach doch, habe ich bekommen, aber es fehlt noch einer, ne? Naja, Aber ich kann. du hast einen Siegpunkt Nein. eingetauscht gegen zwei. Also. Ja, genau. Aber ich kann ja auch wieder eine Siedlung bauen. Nein, Kandamir. Jetzt ist er aber böse geworden, war? Früher hat er das nicht gemacht. Ja, da siehst du mal den wahren Charakter. Ja, echt mal. Da kommt's raus. Typisch Mann. Da sagst du einmal nein und schon. Ja, toll, wäre eine 6. Aber Lehm. Lehm ist gut. Jetzt habe ich 4 Stück. Also du musst jetzt ja noch eine Siedlung musst du jetzt noch aufpimpen. Na, oder ich kann jetzt auch wieder eine normale Siedlung bauen, tatsächlich, wenn ich alle Rohstoffe hätte. Das wäre auch möglich. Weil ich glaube, diese Stadt zu bekommen, das wird ein Unterfangen. Okay, ich kann Das. dir ein Schaf geben für die Siedlung. Ja, wunderbar. Was kannst du mir denn geben? Nur Lehm, tatsächlich. Was anderes habe ich nicht. Dankeschön. So. Hast du noch Holz oder Weizen? Ein Schaf und ein Stein. Das bringt gerade nichts, nee. Okay. So, mal gucken. Na komm, Würfel, Würfel, Würfel. Ja, na, noch mehr Lehm. Weil ich kann den Lehm ja mit der Bank tauschen. Falls Kandamir jetzt nicht irgendwie zuschlägt, könnte ich. Warte mal, was brauche ich? Ja. Das da. Na, Kandamir. Nein, okay, will er nicht. Dann das da. Kandamir? Will er auch nicht. Okay, das ist doof. Nein, ich habe da leider keine Stadt gebaut bei dem Lehm. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Vielleicht mache ich das so. Nee, will er immer noch nicht. Der will aber auch gar nichts. Der hat 10 Rohstoffe auf sich, aber ich Ja, glaube, ich mal, der muss das auch was haben. der ist jetzt einfach nur zickig. Glaube ich auch. Der will einfach nur nicht mit uns handeln. Vielleicht, weil er weiß, dass ich so viele Siegpunkte habe, dass er sich denkt, alles, was ich jetzt kriege, würde mir quasi zum Sieg verhelfen. Aber ich habe ja noch die Bank. Da mache ich jetzt einfach viermal das hier gegen. Moment, was brauche ich? Ich brauche das da. Zum Beispiel. Okay, muss jetzt leider noch eine Runde warten. Aber der Kandamir kriegt auch keine Punkte zusammen, ne? Nö. Ein bisschen verzweifelt. Er baut nichts im Moment. Ja. Okay. Oh, jetzt. Kaum gesagt. Nein, meine Straße ist kaputt. Oh, Jetzt bin ich oh. und Kandamir gleich auf. Oh, oh. Ich kann aber meine Straße nach oben ausbauen, wenn ich möchte. Aber ich bräuchte 2 Straßen, um das zu schaffen. Oh Gott, das ist ja. Ich wusste gar nicht, dass das unterbricht. Was für ein. 1, 2, 3, 4, 5, Blöden. 6, 7. 8. Ach, das unterbricht tatsächlich. Okay. Aber dann können Nein. wir ihn auch unterbrechen irgendwo? Nee. Leider nicht. Er hat clever gebaut. Ja, daran habe ich auch nicht gedacht. Verdammt. Doch, man kann. Nee, kann man nicht. Doch, man kann ihn unterbrechen. Unten, rechts, ganz im Osten am Hafen. Aber da bräuchte ich trotzdem 2 Straßen, um dahin zu kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt ja keiner hin Ja, von das uns. bringt mir nichts. Ja, da habe ich meine Straße dann trotzdem nicht verlängert und seine auch nur um 2 gekürzt. Also. Okay, hilft's dir denn was, wenn du jetzt eine Siedlung wieder upgradest zu einer Stadt? Nicht Müsste so ja, ganz. ne? Ich glaube, Oder? sollten wir vielleicht auch mal die Folge beenden? Ich glaube, das wird hier doch noch ein bisschen länger dauern. Ja gut, dann machen wir das. Okay, Leute. Ja, ist jetzt doch noch mal am Ende hier ganz schön spannend. Kandamir ist nicht so blöd, wie wir dachten. Ja, na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.